Also, herzlich willkommen, liebe Soprangruppe, zu unserer ersten Quarantänestunde. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr da seid da. Heute möchte ich damit anfangen: A Sky Full of Stars von Coldplay. Das ist ein sehr schönes Arrangement, in dem das ist nicht so anspruchsvoll schwierig ist, aber hat einen sehr großen Effekt. Das finde ich. Haben wir alle verdient. Also, damit möchte ich anfangen. Die Noten findet man in einem, eingescannt in dem My Study Ordner. Nicht zu drücken. Genau. Ich spiele ein bisschen erstmal vor und dann üben wir halt zusammen, ne? Es geht so. Geht's los. Nach drei. One, two, three. Und die halbe Noten am Ende sind wie geschrieben, einfach weg auf 3. Jetzt nochmal Takt 9, weil dann gehen wir weiter, weil es ziemlich ähnlich ist. Okay, Takt 9. Wenn wir dazu stoßen in Takt 29. Das ist 25. Okay.
Ja, wir probieren das. Ich spiele 25, weil da hört man das einmal. Rhythmische Sache. 1, 2, 3, but I don't care if you do. Und dann geht es weiter, wie wir das kennen. Okay, 25. Schon, das ist nicht so verrückt. Gut, dann kommt ein Instrumentalteil, wie gesagt, hoffentlich mit ein paar Streiche oder so. Ich kümmere mich dann. Dann gehen wir weiter bei Takt 49. Sehr ähnlich wie vorhin mit anderem Text. I wanna die in your arms. Verstehe ich nicht warum, aber egal. So, 49. So, 57. Gleiche Töne wie vorhin. Keine Steps, Sprünge. Gut. Auch ohne Atmen. Markieren in den Noten. Gut. I'm gonna give you my heart. Easy peasy. Also, jetzt singen wir 49 nochmal. 49. You get lighter, the more it gets dark. Okay? Cause you get lighter, the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.
auf Tag 97. Das ist fast genau das gleiche wie auch wie vorhin. Tenor und Bariton fangen an. Ihr kommt dazu, Tag 100. Das ist Tag 97. Am Ende gar nicht gespielt, weil ich finde, es gehört da nicht hin. Großes Thema in den Kompositionsstil von Coldplay ist, dass es unentschieden ist zwischen zwei Tonarten, also Moll und Dur in diesem Fall. Und also das ist mir zu geschlossen am Ende. Es sollte ein bisschen so mysteriöse irgendwas haben am Ende. Deshalb bleiben wir einfach da. So, jetzt einmal von vorne, ganz von vorne. Aber ich singe und spiele eure Stimme den ganzen Weg durch. Aber auch die ganze Instrumentalteile. Okay, nochmal von vorne, dann haben wir das geschafft. Thank you.
Ich hoffe, dass irgendwelche von euch das mitgemacht haben. Ja, jetzt kann man damit üben. Mit diesem lustigen Track und den Noten, wie gesagt, in MyStudy zu finden. Wenn man sich damit sicher fühlt, kann man auch sehr gerne die YouTube-Track angucken mit dem volle Arrangement. Das habe ich auch hochgeladen. Da sieht man auf dem Bildschirm die Noten. Dann hört man gleichzeitig alle Stimmen dazu, auch mit Rhythmusgruppe, ist ziemlich cool. Aber erstmal schön damit üben, weil sonst kann man ein bisschen vielleicht irritiert werden, wenn man die als andere Stimmen hört. Meine Aufgabe für nächste Woche ist dann ein Playback zu machen mit Klavier, Schlagzeug und Bass. Und hoffentlich, also Technologie, das schaffe ich und dann lade ich das hoch und dann kann man seine eigene Stimme üben, nur mit den Instrumenten erstmal, bevor man das mit anderen Stimmen versucht. Es wäre ganz lustig natürlich, wenn ihr eure Übungsvideos auf MyStudy hochladen würdet, dann können wir uns gegenseitig angucken und wahrscheinlich lachen und Spaß haben, weil es ist bestimmt lustig. Ja, das war's zum ersten Mal. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Macht's gut und ich hab euch lieb. Tschüss.